Hallo ihr Lieben, ja, ein Beitrag, den ich heute gelesen habe, hat mich mal wieder auch zum Nachdenken angeregt. Und zwar, er schrieb darin, dass er einem Obdachlosen einen Kaffee geholt hat und sich dann auch mit dem Obdachlosen noch ein bisschen unterhalten hatte. Und der Obdachlose dann auch zum Schluss weinte, als er gehen musste, weil er sagte, das ist seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass sich jemand mal mit ihm unterhält. Und ja, ich bin auch so ein Mensch, ja, der dann sagt, okay, wenn ich so jemanden sehe, also mir tat das in Berlin so tierisch leid. Also, als ich die Leute gesehen habe, wie die aus den Mülleimern teilweise gegessen haben oder so, ich habe mir gerade einen Kaffee geholt, ich hab ihn abgegeben. Ich konnte es einfach nicht mit ansehen. Ging nicht. Viele sagen dann immer, naja, die wollen das doch teilweise nicht anders und ach, so ist es doch gar nicht und dies und so weiter. Oder viele sind ja nur aufs Geld aus und die wollen ja gar nicht, dass man ihnen was zu essen holt und so weiter. Also das kriegst du ja ganz schnell mit, ja, wenn du jemanden anbietest, weil dein Bäcker ist zum Beispiel oder du hast selber gerade ein Brot, ne? Und du bietest ihm das an, er nimmt es, dann wird es ihm wohl kaum ums Geld gehen. Wenn jemand Tatsache, wenn du ihm was geben möchtest und er sagt, nee, ich möchte lieber Geld haben, das lasse ich auch, das mache ich auch nicht. Ja, weil ich dann sage, okay, den geht es nicht ums Essen oder Trinken, der will das Tatsache für was anderes. Und das ist für mich dann ein No-Go, das unterstütze ich nicht. Aber jeder andere, der einfach was Warmes braucht oder einfach was zu essen braucht, und das tut uns allen nicht weh. Und hier ist ein großer, großer Knackpunkt. Wir selbst wollen immer das alle für uns da sind, dass man uns versteht, dass man uns zuhört, dass man uns hilft. Richtig? Und genau da sollte dann mal auch nicht vergessen werden, jeder kann ganz schnell in so eine Situation rutschen. Die meisten, die auf der Straße leben, haben nie damit gerechnet, dass sie mal auf der Straße sein werden. Die meisten hatten vielleicht auch vorher noch einen Job, hatten eine Familie, etc. Dann kommt ein Schicksalsschlag und das ist meist eben der ausschlaggebende Punkt, ja, ein Schicksalsschlag, eine Erkrankung, ein Tod, Tod beispielsweise von Partner, ja, Kündigung. So, kommst nicht damit klar mit all dem, dann kommt vielleicht noch Alkohol dazu, Drogen, wie auch immer. Irgendwas steigert sich dann immer. So, und dann kommt eben der Punkt, dann verlierst du alles. So, und deswegen, diese Menschen hatten auch vorher ein ganz, in Anführungsstrichen, jetzt mal normales Leben, wie wir alle ein, in Anführungsstrichen, normales Leben haben. Und somit kann es uns alle sofort treffen. Denn keiner weiß, was morgen ist. Und sollte man nicht genau deswegen auch wieder ein bisschen mehr Herzlichkeit anderen Menschen gegenüber bringen? Weil, wie gesagt, stell dir vor, du wärst in dem Moment an dieser Situation, also in dieser Situation, hättest Familie verloren, hättest dein Haus verloren, dein Dach über dem Kopf, hast nichts mehr, wirst vielleicht auch noch vom Staat im Stich gelassen und dir bleibt eine Decke, die Klamotten, die du anhast und mehr vielleicht nicht. Und alle gucken dich noch schief an, so nach dem Motto, oh, schon wieder so ein Mensch, so, oh, guck mal, wie der aussieht, so siffig, so. Wie würdest du dich fühlen? Du würdest alles dafür tun, dass du eben nicht in dieser Situation wärst, richtig? Und so geht es den Menschen auch. Gut, nicht allen, das ist mir auch klar, aber den meisten ergeht es so. Und ja, ich denke mal wirklich, wie gesagt, ein paar Cent, auch wenn wir alle nicht viel haben, ja, aber die paar Cent, um mal ein Brötchen notfalls zu holen, nebendran oder mal einen Kaffee. Ich glaube, die haben wir dann alle mal noch übrig. Wir geben so viel Geld oft aus für schwachsinniges Zeug, was wir nicht unbedingt brauchen. Vielleicht nehmen wir meinen, yo, das ist unbedingt jetzt wichtig. Aber im Grunde, was braucht der Mensch denn Tatsache? Was brauchen wir wirklich? So viel ist es nicht. Und genau deswegen, wir können das Geld dafür ausgeben, dann können wir auch da im Endeffekt mal einfach jemandem helfen und mit einem guten Gefühl auch weitergehen können. Weil auch das ist ja noch so eine Sache. Darüber sollten wir einfach mal nachdenken. Okay, das in diesem Sinne. Ich wünsche euch allen einen super tollen Tag.